Hallo, willkommen. Was ist eigentlich Wert- und Normenunterricht? Dazu muss man erstmal wissen, was sind eigentlich Werte? Werte sind zum Beispiel Vertrauen, Ehrlichkeit und Eigentum. Sie geben ein allgemeines Ziel an und bieten Orientierung. Natürlich muss man dazu auch erstmal noch wissen, was sind eigentlich Normen? Normen sind Regeln, zum Beispiel, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen. Zu einer Norm gibt es meistens auch immer einen Wert. Bei du sollst nicht lügen wäre es zum Beispiel der Wert Ehrlichkeit und bei du sollst nicht stehlen zum Beispiel der Wert Eigentum. Die eigentliche Frage, die ich beantworten wollte, war ja, was ist eigentlich Wert- und Normenunterricht? Im Wert- und Normenunterricht beschäftigt man sich viel mit den Themen Familie, Freunde und Vorbildern. Man kann herausfinden, was wichtig für einen selbst, aber auch für andere ist. Man lernt dadurch, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese auch zu vertreten und andere Meinungen und Werte und Normen zu respektieren. Was mir sehr an Werte und Normen unterricht gefällt, sind die vielen verschiedenen Arten zu arbeiten, zum Beispiel Referate und Plakate, Rollenspiele oder ein Video wie dieses hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt, was Wert- und Normunterricht ist. Vielleicht sehen wir uns ja bald am Wilhelm-Gymnasium. Bis dahin, tschüss!